Das ist nicht der Eingang. Grenzgebiet Sumpfland. Status durchbohren 66%. Wir brauchen noch was, um diese Schraube oder was auch immer das ist, hier wegzunehmen. Hineinquetschen. Oh, Storytime. Freunde, Storytime. Okay. Also das letzte Mal haben die eine Probe genommen. Naja, hochentwickelt. Eher der letzte Überlebende der Familie Homo. Und ein sehr spezialisierter Tool-User. Naja, aber das ist ja trotzdem. Wenn du dir die anderen Primaten aus der Familie anguckst, sind wir schon höher entwickelt. Aber das ist ja auch eine Frage von Unterdrückung, ne? Och Mann. Ja, ich gehe auch immer selber in Gefängniszellen. Warum nicht? Aber wir müssen ja ehrlich sein. Einige sind höher entwickelt als andere. Weil sonst hätte ja RTL keine Zielgruppe. Sorry. Meine Meinung. Moin, Lon Man. Einen wunderschönen Donnerstag. Selber ins Gefängnis, Kinky. Da oben links hängt ein Schlüssel. Ich habe die ganz, ganz leise Ahnung, dass das Ding... Okay. Es muss aktiviert sein, sonst komme ich nicht da hoch. Neues Spiel. Ja, neues Spiel. Ich wollte das heute mal ausprobieren. Ich habe nämlich gesehen, dass es im Game Pass dabei ist. Und das ist so eine Kleinigkeit, so ein kleines Spiel zwischendurch, weißt du? Aber wie zum Kuckuck? Oder war der Schlüssel für unten jetzt? Muss ich jetzt nach unten durch die Tür, die abgeschlossen war? Dass da ein Taser liegt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wieso, was? Wieso sieht der Mensch so real aus im Vergleich zum Rest? Was du gerade siehst, ist quasi die Story im Spiel, oder zumindest so ein bisschen, weil der Hauptteil ist ein Rätsel, Puzzle, wie auch immer, Game. Ich müsste mal gucken, wie genau das betitelt wird. Und jetzt gerade spielen wir eigentlich nur die Story. Wie kommen wir an dir vorbei? Komm her! Okay, hat geklappt. Du bist der Held, du darfst keine Waffen tragen, obwohl der Protagonist ein fleischfressendes Blob ist. Wir haben ja nur einen Taser gehabt, ne? Und den haben wir jetzt auch nicht mehr. Der Taser ist kaputt gegangen. Okay, das war's. Taser ist kaputt. Weiter geht's.
Also. Was? Das ist sogar der wäre vom Game aus. Okay. Warte, ich dachte, da können wir irgendwie was nehmen und was mitmachen, aber. Dem scheint er nicht so zu sein. Was haben wir denn hier? Ach, das sind die Ketten von der Tür. Denn wir wissen alle, so funktionieren Türen. Die werden von Ketten hochgehalten. Ich frage mich, ob die Bewegung ohne Hilfe animiert wurden oder ob sie jemanden eingelaufen wurden. Ich glaube ohne Hilfe. Ich glaube, das ist handanimiert. Weil das musst du nicht Motion Capturen. Das sind ja nur, keine Ahnung. Das sind vielleicht 15 verschiedene Bildchen. Moin, Macmillan. Dir auch ein wunderschönen Donnerstag. Ich bin ein Freund. Tut mir nichts. Bitte. Hi. Von hier kommen wir doch. Müssen wir jetzt weg, weil wir die Probe haben? Nö. Ach, das ist unser Heli. Was ist mit unseren Freunden passiert? Okay. Wir waren einer der Wissenschaftler. Wir waren einer der Wissenschaftler. Manche Bewegungen sehen halt echt gut aus. Ja, das tun sie wirklich. Aber gerade bei so Pixel Art, da weiß ich nicht, ob man das Motion Capture müsste. Also wenn ich überlege, die Animation von meinen Alerts, die ist jetzt sehr, sehr rudimentär, ich weiß. Aber das sind auch nur, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Bilder, die die Animation ausmachen. Und bei so einem modernen Spiel. Was mit dir passiert ist? Siehst du doch, wir sind jetzt wieder der Hauptprotagonist des Spiels. Der fleischfressende Blob. Aber wir gehen erstmal hier durch, weil hier die Tür aufgegangen ist. Okay, das Wasser muss steigen. Mit diesem kleinen Freund kämpfen wir uns hier quasi durch die Laboranlage, Schrägstrich Gefängnis, um rauszukommen. Aber wie geht's dir, Macmillan? Hast du einen schönen Mittwoch? Okay, da kann man sich hineinquetschen. Hier kann man weitergehen. Och, immer diese mehreren multiplen Wege, ne? Das. Ach. Dann gehen wir erstmal hier rein. Also super und Sepp, bei mir ist alles super. Die Corona-Symptome lassen ganz langsam über sich nach. Was will man mehr? Auf der Arbeit passiert aktuell gerade nichts. Moment. Ach, das dreht sich so ein komisches Ding. Nee, das ist alles. Bin mal gespannt, was wir damit machen müssen. Die haben dir nichts getan. Doch, die haben mich eingesperrt. Entschuldigung. Die haben mich hier eingesperrt. Ist im Lurk. Alles klar, Macmillan. Dann danke für deinen Lurk. Und später eine gute Nacht. Klopf, klopf. Hier ist der Eiermann.
Fleischmonster muss sich auch ernähren. Richtig. Und man sieht ja, wie viele Mäuler das zu stopfen hat. Das ist ja auch anstrengend, ne? Darf man nicht vergessen. Ach, das ist wie so ein Zäpfchen. Das geht nur in eine Richtung raus. Biomasse platzieren. Weiter geht's. Und macht auch sehr viel Sport und braucht sehr viele Proteine. Ja. Und der menschliche Körper besteht tatsächlich aus sehr, sehr vielen Proteinen. Also, perfekt. Perfekte Sportlernahrung. Da brauchen wir die Biomassenverringerung, die war hier. Und jetzt hier durch. Piu! Ach, komm schon. Da haben wir die Fähigkeit wieder nicht. Nee, ich muss warten, bis der weg ist. So, das haben wir. Die Frage ist, machen wir dem irgendwie die Tür auf? Gar nicht, wir gehen hier rein wahrscheinlich, ne? Oder auch nicht. Das Schlimme ist, ich habe jetzt da oben nicht das Ding aktiviert. Kacke. Müssen, glaube ich, nochmal zurück. Da geht es durch eine Tür weiter. Und hier geht es nur noch nach unten. Moment, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kann ich hier hochgehen. Und das sollten wir, glaube ich, auch sowieso tun. So, Nummer 1. Weil wahrscheinlich kommen wir hier runter. Da hier rauf. Zack. Ja. So wird ein Schuh draus. Wobei, Moment. Ne, hier lang. Sagen. Wir mussten doch hier, genau, und hier können wir das dann aufmachen. Den Stopsen einmal rausschießen. Das kaputt machen. Die Tür ist zu. Und wieder zurück. Hier oben geht's weiter, unten nicht, oder?
Gehst du da rein? Gehst du da rein? Jetzt aber. Das ist weiter hinzu. Okay, der Pfropfen, der muss von unten aufgemacht werden. Ich bin weiterhin. Die Idee, das Spiel so zu machen, die muss man erstmal haben. Die muss man erstmal haben. Kacke. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Hebel betätige, dann steigt das Wasser. Glaubt man, dass ich zielen kann damit? Kerry ist wirklich ein sehr schön gemachtes Spiel, auch wenn es ein fleischreichendes Blobmonster ist. Ja. Ich liebe Pixelart. Ne? Ich liebe Pixelart. Das ist schon immer einfach. Finde ich traumhaft, wie schön sowas noch sein kann. Einfach nur so ein paar Pixel zusammenzukleben. Okay, das Wasser steigt doch nicht. Ich dachte, das Wasser steigt. Schade, schade, egal. Wir haben ja noch unsere andere Fertigkeit. Okay. Gehen wir erstmal unten lang. Mehr. Oder so. So, jetzt ist wieder die Frage. Nö, wir tauschen nicht mit dem. Gehen wir erstmal hier, dann gehen wir oben lang. Das müssen wir später dann machen. Okay, wir können hier Biomasse loswerden. Okay. Hilft uns das denn, wenn wir Biomasse loswerden? Ja, hilft uns. Können wir den Schalter da umlegen? Gehen wir einmal da durchschießen. Piu! Geht da weg. Bevor wir weitergehen, holen wir uns aber die Biomasse wieder. Ich muss mich tatsächlich selber fressen, wenn ich das mache. Frage von Zeit? Nee. Nein, ist es nicht. Ich kann mich nicht bewegen währenddessen.
Okay. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Weil wenn der Hebel umgelegt ist, kommen wir ja gar nicht wieder hier weg. Weil von hier aus gibt es keinen anderen Weg. Den Hebel nicht betätigen, so. Ha! Einen wunderschönen guten Abend! Ja, Vollstrecker! Ach, ich liebe Twitch-Namen! Einen wunderschönen guten Abend! Moin, Skorpiana und Freunde! Lightsign TV, was dass der sieht ein bisschen aus wie der Kelloggs Löwe, aber es ist nicht der Kelloggs Löwe. Nein, ist es nicht. Wenn ich mir genauer gucke, sieht es nicht aus wie der Kelloggs Löwe. Auch nicht schlecht. Ein Römer im Slip. Wie geht's euch? Ja, ich sehe halt, bei mir ist das so groß eingestellt, dass der Oberkörper vom Römer könnte der Kopf sein. Und dann ist das wie so der Kelloggs Löwe in einem Jackett, der dann so, weißt du, so wackelt. Auch interessant. Auch interessant. Was habt ihr denn gespielt? Just Chatting. Okay. Darf ich dann fragen, wie ihr mich gefunden habt? Mich, die Otterbande und den Bandwurm-Freund hier. Das ist auch so, aber ein tanzender Skorpianer. Genau, ich habe ja gerade in groß sieht man es. In groß erkennt man, was es ist. In kleinen ist es leider ein bisschen, naja, lässt kreative Dinge offen. Vollstrecker hat dich empfohlen, PS hat B-Day. Oh, wie alt, darf man fragen, wie alt du wirst, Vollstrecker? Oder möchtest du da nicht drüber reden? Also das ist immer, entweder ist man schon so alt, dass man nicht drüber reden möchte. Oder, ja. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Du bist jetzt 24. Das ist ja noch blutjung. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du feierst deinen Geburtstag irgendwie. Jetzt kann man es ja wieder. Die letzten 2 Jahre war das ja immer so eine Frage, ob man es kann. Was muss ich hier machen? Alter, was muss ich denn hier machen? Wenn ich den Hebel betätige, geht das Wasser weg. Aber dann komme ich nicht mehr hier hin. Also ist das jetzt echt... Einmal Happy Birthday singen. Ich konnte es nicht so gut. Oh, ich auch nicht. Ich kann leider gar nicht singen. Und ich habe eine Ausrede. Da könnt ihr meine Community fragen. Es ist nicht gelogen. Ich habe quasi gerade Corona hinter mir. Und ich möchte nicht singen. Ich hab so mit Husten noch zu kämpfen immer wieder. Das ist nicht gut. Du darfst mir gerne einen Tipp geben, Icarus. Alles, danke, danke. Ich bin tatsächlich genesen. Ich darf auch wieder raus. Ich darf wieder unter Menschen. Ich darf wieder einkaufen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann mir selber mein Brot kaufen fahren. Nur, ich habe halt immer noch so einen leichten Reizhusten. Es ist nervig. Es ist eigentlich nur noch nervig. Ja, ich... Ja, nicht alle 5 Minuten. Also hoffentlich nicht alle 5 Minuten. Ja, aber wie... Was muss ich denn machen jetzt?
Den Hebel wieder hoch? Geht nicht. Der Hebel ist jetzt unten. Hier komme ich nicht weiter. Umlang? Natürlich darfst du das fragen. Das ist Carrion. Aktuell tatsächlich im Game Pass. Das heißt, für alle, die den Game Pass haben, kostenlos spielbar, in Anführungszeichen. Das ist so eine Mischung aus sehr gore-lastigem Rätsel-Dungeon-Spiel. Also, es ist halt schwer in ein Genre zu packen. Wichtig ist, du spielst diesen Blob, der im Laufe des Spiels verschiedene Fähigkeiten bekommt, wie zum Beispiel das hier. Ich kann so nach vorne dashen und damit Holzwände kaputt machen. Oder ich kann halt mit Y kann ich so einen komischen Gribbelarm machen. Damit übernehme ich quasi Gegner oder Figuren, die hier rumstehen, damit die dann für mich was machen können. Und Ziel des Spiels ist es, quasi die einzelnen Level zu clearen und die Gesamtstory halt zu clearen. Ist halt relativ schick gemacht, ne? Ich liebe Pixelart. Ich liebe Retro-Stil. Ich liebe Retro-Games. Da trifft das natürlich perfekt rein. Und so ein bisschen Rätsel ist auch immer nett. Es ist zeitgesteuert. Ich kann mich nicht bewegen. In dem Moment, wo ich den Hebel betätige. Moment. Wieso konnte ich mich denn jetzt bewegen? Ja, jetzt nicht mehr. In dem Moment, wo es runtergeht, kann ich mich nicht bewegen. Mach den Schalter nochmal runter, damit der Level wieder überflutet ist. Und von unten aus, da wo du nicht durch kannst, versuch den Soldat von vorhin übernehmen. Oh, Ikarus, du hast recht. Ich habe den Soldaten vollkommen vergessen. Sowas wie Alien. Gibt's ein altes Spiel Alien? Ich habe den Soldaten vollkommen vergessen. Vielen lieben Dank, Ikarus. Oh Mann. Und hier ist eine Leiter, ne? Ja, hier ist eine Leiter. Oh Mann. Das ist doch die einfachen Dinge. So, und jetzt kann der für uns den Hebel betätigen. Der Blob ist, ich glaube, es ist ein Alien, ja. Was wir herausgefunden haben, ist, es gibt so Sequenzen, wo man die Story, die davor passiert ist, quasi spielt. Und was war ein Wissenschaftler, vermutlich ein Wissenschaftler, der eine Probe genommen hat von so einem Schleimball. Und als er wieder rausgegangen ist, ist anscheinend irgendwas schiefgelaufen. Auf jeden Fall wurde er abgeschossen. Und daraus ist dieser Blob entstanden. Und am Anfang vom Spiel befreien wir uns als Blob aus so einem, aus so einem Forschungstube. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Sieht ein bisschen aus wie die Heilkapseln bei Dragon Ball. Eritos ist halt Retro-Fan. Ja. Ich bin generell Retro- und Indie-Game-Fan. Und das hier trifft ja beides, ne? Bei welchem Spiel warst du das erste Mal dabei, Vollstrecker? Ich weiß, dass ich deinen Namen nicht so häufig lese, deswegen, ich habe nur gemerkt, dass du auf jeden Fall schon mal auf dem Kanal warst, weil mir nicht gesagt wurde, dass deine erste Nachricht ist. Mein Gott, mach doch nicht so einen Lärm. Ey. Also, ihr seht jetzt auch gerade, warum der Streamtitel ist, es ist leider nicht vegan. Weil, naja, ist es nicht vegan. Überhaupt nicht. Also diese Drohnen sind echt keine Schwierigkeit, ne? Einfach nur alles grabbeln, was da ist und durch die Gegend hüpfen. Oha. Du kamst bei Elden Ring dazu. Ah, okay.
Elden Ring ist tatsächlich ein Spiel, wo einige Leute dazu kamen, was mich freut. Komm, drück dich da durch, das schaffst du. Sehe ich das überhaupt? Hi. Nom, 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 nom. Hier. Aus so einem Reagenz kamen wir ganz am Anfang. Aus so einem. In der Lava-Region, um Spoiler zu vermeiden. Ja, wir haben es durchgespielt. Arfa, was auch immer, verschießt eine zerstörerische Wirbel fleischiger Harpunen. Kann Gegenstände beim Zurückziehen der Tentakel ziehen. Ah, okay. Damit können wir das jetzt öffnen, oder? Wir sind jetzt der Mega-Blob. Wir haben jetzt 3 Lebensleisten oben. Das ist vom Film Slither. Das ist den Film live. Erinnere mich voll daran. Der Film live. Sagt mir jetzt erstmal nichts. Das ist der größte Witz des Jahrtausends. Ich kann das jetzt nicht so öffnen. Ich muss jetzt hier rum, weil ich jetzt die Megaspeere habe. Und jetzt kann ich die Biomasse hier ablegen, hier hoch, dann hier durchdashen, muss wieder zurück, muss meine Biomasse wiederholen, um das hier zu öffnen. Oje, oje. Okay. Jetzt können wir das öffnen. Und jetzt können wir das öffnen. Jetzt sind wir schon echt makaber drauf, Freunde. Ach, Skorpiana, du spielst auch Elden Ring? Am besten erzähl doch mal, was du streamst. Was du streamst, wann du streamst, so allgemein, grundlegend. Wenn du live nicht kennst, wirklich guter, spannender Film. Ich bediene wieder mein Zettelchen. Ich stell mir vor wie in Resident Evil ohne der Red Queen. Och Mann, ey. Lass das. Mach das weg. Ich wollte da nicht durch. Ich wollte die Dame fressen. So, einmal speichern. Okay. Die Fähigkeit ist stark. Sehr stark. Na komm, wir dürfen doch nicht hier Fleisch verschwenden. Ne? Apropos Fleisch verschwenden. Kurz speichern. Hui. Ist er durch. Es wird auf jeden Fall nicht einfacher, sich zu bewegen hier. Je mehr man isst, tatsächlich. Ach so, funktioniert ein Atomreaktor. Wir pusten einfach Luft oben raus. Warum nicht? Fressen wir jetzt Uran? Mmh, lecker, 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 lecker. Jetzt kommen noch Gottgitter rein. Eieieiei.
Mein Gott, geht's. Peng, das ist ein Raid. Ich ergebe mich der Adventure-Bande. Wie geht's euch? Jetzt sind wir anscheinend voll am Strahlen. Kern einfügen. Ach so. Okay. Also wenn dieser ganze Reaktor nur diese Tür da bedient. Das ist aber eine richtige Verschwendung, Freunde. Komm mal da durch. Nee. Ah, das war nur selbst wieder fit soweit. Bis auf dauerhaften Reizhusten. Ja. Aber der nervt halt ungemein. Muss man zugeben. Aber ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich habe gesehen, du hast Monkey Island 2 gespielt, glaube ich, oder? Das ist, ja, es ist ein abgefahrener Glibber. Das trifft's. Teil 3? Das sah noch so retro aus. Okay. Gib mir deinen Reaktorkern. Ja, ich muss ja zugeben, dass wahrscheinlich die nächsten Retro-Spiele, die ich spielen werde, werden auch Monkey Island 1 und 2 sein. Minimum. Und ich werde mir dann an einem anderen Tag, werde ich mir die Deponia-Reihe zu Gemüte nochmal führen. Ich liebe Deponia, ich liebe Monkey Island. Also, ne? Eigentlich ist es ein Must-Have. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, du hast noch Teil 2 gespielt. Aber ich glaube, wir haben das letzte Mal gesprochen, da meintest du auch, dass du 1 und 2 durchhattest. So, aber zur Frage, was ist das für ein Glibber? Im Grunde genommen relativ einfach. Wir sind irgendeine Alien-Substanz. Und versuchen aus diesem Labor-Gefängnis zu flüchten. Indem wir unsere Gegner fressen. Neue Biomasse aufnehmen, um Fähigkeiten zu erlernen. Und uns dann durch dieses Rätsel-Dungeon durchkämpfen. Deponia, alle Teile dauert ein bisschen, sind ja nicht überall so easy und eh recht lang für ein modernes Adventure. Ja. Das ist durchaus richtig. Deswegen ist mein Plan, da einen eigenen Tag für zu nehmen. Einen Tag in der Woche, nur Deponia und dann läuft das. Es kommt eh nichts anderes aktuell. Oh, du hast auch ein neues Emote. Hihi. Auch nicht schlecht. Ach, ich liebe Emotes. Schick, schick, schick. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich bin nämlich jetzt gerade ein bisschen überfragt, wo wir hin müssen. Also wir haben jetzt natürlich, ich glaube tatsächlich, alle Fähigkeiten. Nur, wo wir jetzt noch mit den... Also hier ist noch irgendwas, wo wir auf jeden Fall hin müssen. So, hier geht's auf jeden Fall weiter. Biomasse weg. Durchdashen, Biomasse aufnehmen. Das können wir jetzt aufmachen.
Ah, okay. Das ist quasi einfach nur ein Shortcut zurück. Das heißt, wir müssen hier nicht lang. Ja, komm, da komm, da komm. Hui! Das ist so abgefahren eigentlich alles hier. Das große Problem ist, ich habe natürlich jetzt keine Ahnung mehr, wo wir eventuell noch Wege haben, die wir öffnen können jetzt. Aber bezüglich, das sind lange Spiele. Monkey Island 1, 2 und 3 sind aber auch nicht kurz. Also wenn du die wirklich spielst, ohne Wissen, also wenn du nicht, nicht wirklich weißt mehr, wo was ist und so, dann das dauert aber auch. Leviathan Rift Basis. Bin gerade überfragt. Hier lang? Haben wir Biomasse gelassen? Jupp, war bei mir auch blind. Die meiste Zeit habe die nie weit gespielt. Okay, also hast du die noch nie... Das wusste ich noch nicht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass du Monkey Island schon mal gespielt hast. Du so als Adventure-Held. Botanischer Garten. Ich weiß halt nicht, ob wir im Botanischen Garten jetzt wirklich weitergehen müssen. Ah. Aber wie haben sie dir denn gefallen, wenn du sie jetzt durchgespielt hast? Wenn du jetzt Monkey Island 1 und 2 auf jeden Fall durch hast und in Monkey 3 dich gerade bewegst, wo seid ihr denn gerade in Monkey Island 3? Fleischig. Ich liebe Monkey Island einfach. Und ich bin sowas von gespannt, wie das neue Monkey Island, also das neue, dann richtige Monkey Island 3, wie das anknüpft an 2 und was da passiert. Auf Blood Island die Diamanten holen. Ah, ist ja noch ganz am Anfang. Hast du heute erst angefangen? Okay, die Frage ist tatsächlich, wo war der Durchgang, den wir bis jetzt noch nicht öffnen konnten? Der da? Nee. Oh, das ist echt... Langsam wird das Vieh hier unhandlich, Freunde. Langsam wird es unhandlich. Müsste Ende Kapitel 4 sein. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Es ist bei mir auch schon eine Weile her, dass ich Monkey Island 3 gespielt habe. War, glaube ich, bei mir damals auch... Gott, wann habe ich das erste Mal gespielt? Ewig her. Okay. Also ich hätte halt gerne mal eine Karte, wäre halt super. Karte wäre paradiesisch, aber es gibt keine. So, hier kann ich Kram mit mir loswerden. Teil 3a soll ja laut Interview direkt am Jahrmarkt weitergehen. Bin gespannt. War schon ein unerwartetes Ende Teil 2. Ja, definitiv. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie es den Leuten gibt, die das damals gespielt haben, als es rauskam. Und sich gehofft haben, dass es einen Teil 3 geben wird mit Ron Gilbert. Und dann kam einfach keiner.
Ich glaube, da wirst du schon sehr traurig. Also vermute ich, dass man da sehr traurig wird. Was ist denn hier los? Tja, das wäre auf jeden Fall ihr Preis. Erstmal den Fernseher kaputt machen. So, gar keine Karte? Nein. Es gibt gar keine. Also, noch nicht. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann eine Fähigkeit gibt, wie eine Karte ist, aber noch gibt es keine. Ah, doch, jetzt bin ich richtig. Den da kann ich übernehmen jetzt. Das konnte ich vorher nicht. Moment. Wie kam ich nochmal da unten hin? Da war ich eben schon. Na komm. War das nicht irgendwie links nach oben die ganze Zeit? Doch nicht. Doch vielleicht nicht. Diese Blobmasse. Oder gab's nicht... Ah, Moment, 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 Moment. Da lang. Yes. Perfekt. Tür auf. Zurück. Sehr gut. Eindämmungseinheit Nummer 4. Bitte was? Aber wie zum Kuckuck. Wie mache ich das denn jetzt? Es gibt doch gar kein... Hier ist doch keiner zum Übernehmen. Oder muss ich... Ah, Moment. Kann der hier links rauswandern? Das muss man auch erstmal wissen, ne? Das muss man auch erstmal wissen. So, du gehst jetzt hier hin. Sind die Glibbertentakel nicht lang genug, um von unten in den Hebel zu bedienen? Der Glibbertentakel hier kann das gar nicht. Wie kommt man jetzt da rein? Kann ich nicht durch die Tür? Oder muss ich... Ach, Moment. Ich kann... Moment. Da, so. Ich habe zwei Möglichkeiten. Das eine ist greifen. Und greifen kann ich Hebel und sowas, aber nicht um die Ecke so lang. Zumindest noch nicht. Kann dann, ob mal die Fähigkeit kommt, weiß ich nicht. Das hier ist so ein
ja, Gegnerübernahme-Tentakel. Der ist ein bisschen feiner zu steuern. Ja, das ist doch schon viel besser. So, was haben wir da jetzt drin? Pyrophilie, Resistenz gegen Feuer erhöht. Es dauert länger, die Biomasse in Brand zu setzen. So, ich vermute mal, dass wir jetzt zurück können. Wo auch immer zurück war. Wo auch immer zurück war. Hier ist der Ausgang. Ich glaube hier oben raus, weil die Tür ging ja auf. Weiter nach oben. Diese Masse ist jetzt so träge. Ich glaube, ich gehe noch nicht Richtung Ausgang. So, jetzt machen wir da klein. Sehr stylisch gemacht, wie sich der Block bewegt. Ja. Also animationstechnisch und grafisch ist es schon echt hübsch gemacht. Das muss man zugeben. Ich bin wieder mal... Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier lang müssen. Weil eigentlich kann ich aus dem Level raus. Ich muss nur den Weg rausfinden. Hier lang, dort lang. Eigentlich den Notausgangsschildern folgen. Aber leichter gesagt als getan, ne? Irgendwas will mein Handy die ganze Zeit von mir. Komisch. Da kann man sich hineinquetschen. Not the US game. Hier lang? Dort lang? Da geht's durch. Oh, danke. Sehr gut. Das heißt, wir haben das Level abgeschlossen. Nur, dass gar keine Karte existiert, ist schon schwierig auf jeden Fall. Da geht's nicht weiter. Da oben durch. Das ist doch, wo wir eben drin waren, oder?
Grenzgebiet Hochland. Doch, hier waren wir eben. Kernkraftwerk. Ne, das war, da waren wir eben. Das heißt, in das hier können wir mal reingehen. Denn da fehlt uns auch die Eindämmungseinheit. Und ich glaube, dass wir jetzt tatsächlich alle Fähigkeiten haben. Das heißt, irgendwo wird hier ein Weg sein, den man öffnen kann. Nur eine Frage, wo, ja. So, hier. Irgendwo unter Wasser durch. Na komm. Das war das Ding und da kommen wir eh nicht hoch. Dafür bräuchten wir Wasser, um da durchzukommen. Wo versteckst du dich? Wo versteckst du dich? Okay, noch weiter nach oben. Ja, hier ist nur unser kleiner Eindämmungsapparat. Ist wie so ein, weiß ich nicht. Wie so eine Rotzfahne, die sich irgendwie durchkämpft. Da geht's raus, das wollen wir nicht. Umlang. Hier ist wieder. Das ist aber kein Durchgang, ne? Ne, das ist Speichern und Biomasse, das ist kein Durchgang. Nur ein Kreislauf. Noch weiter nach oben. Das ist unser Durchgang drumherum. Damit machen wir nur diese Tür wieder auf, die wir nicht brauchen. So, was ist, wenn wir hier links gehen? Dann wieder hier. Moment. Jetzt hängen wir wieder hier fest. Da lang. Sagen. So,
also hier scheint es nicht zu sein. Weil ich eine Biomasse aufnehmen, das brauchen wir nicht, das haben wir schon. Hier gibt es auch keinen Geheimweg. Kein Geheimweg. Erfolgreich im Kreis gelaufen. Heißt Richtung Notausgang. So, hier geht's jetzt wieder weg. Ah, hier haben wir es doch. Träumchen. Träumchen, Träumchen, Träumchen. Okay, damit haben wir das geöffnet. Das ist zu. Wir brauchen auf jeden Fall weniger Biomasse. Nur wir kommen nicht da links unten rein. Okay, das heißt, wir müssen mit einmal weniger hier reinkommen. So, jetzt haben wir das. Ne, wobei. Ich muss mit zweimal weniger sogar hier reinkommen. Ich muss mich ja unsichtbar machen. Oh Mann. Also da merkt man schon, dass die Rätsel schwerer werden, auch durch die Fähigkeiten, weil eben dieser ganz kleine kann eben nur zwei Fähigkeiten, die die anderen nicht können. Da ist die Biomasse. Kann ich jetzt beide mitnehmen? Ich glaube, ja. Weil der Große kann das ja auffressen. Den kann er gar nicht. Moment. Moment, 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 Moment. Wie mache ich denn das zweite da unten auf? Ach so. Oh Gott. Ja, das ist ja jetzt ein Gefuchtel hier. Das heißt... So, wir gehen die Biomasse holen. Dann gehen wir oben rein. Platzieren das da. Jetzt fällt die Biomasse hier rein. Uiuiui, Freunde. Alles so Mechaniken, die erklärte keiner. Die funktioniert einfach. Elektrosie, maximale Energielevel erhöht.
Oh, yes. Nett. Nett, nett, nett. Tricky, yes. Also das auf jeden Fall. Prozent. So, jetzt hätte ich gerne ein Speicherpünktchen. Nur die, das ist immer das Problem. Wenn man speichern möchte, findet man keinen. Kein Speicherpunkt. Das ist Level-Eingang. Das ist eine zuge Tür. Ja, herzlichen Glückwunsch, das hat er ja gebracht. Dann gehen wir halt da rein zum Speichern. So, der Wecker klingelt in 5 Stunden, ich muss dann mal. Gute Nacht, Chat und Eritos. Ich wünsche dir eine gute Nacht, vielen Dank für deinen Raid und ja, ich wünsche dir hoffentlich eine mehr oder weniger entspannte Restwoche. Ich glaube, das Wetter soll gut sein. Da kann man wenigstens ein bisschen Sonne genießen. Und wir hören uns, wir sehen uns. Ciao, ciao. Ich hätte gern ein Speicherpünktchen. Hauptsache, ich stolper da jetzt mehr oder weniger aus Versehen rein. Was zum Kuckuck? Bin ich jetzt nochmal da hingekommen? Ach Mann, ey, Entschuldigung. Also so eine Harpune habe ich noch nie gesehen. Gehe ich denn mit der Harpune um? Da geht's wieder zurück. Geht mal mit der Harpune um. Man damit um. Einfach durch kann ich mir nicht vorstellen.
brauche ich vielleicht eine Biomasse weniger. Dass ich da durchdashen kann. Oder muss ich mich unsichtbar machen? Brauche ich zwei Biomassen weniger? Das Problem ist jetzt wieder, finde einen Ort, wo du das machen kannst. Speichern und Biomasse aufnehmen. Nee, ich will keine Biomasse aufnehmen, ich will Biomasse loswerden. Tja. Das wäre ihr Preis gewesen. Nee, ich muss weniger Biomasse haben. Und vermutlich unsichtbar dann sein. Okay. Ich muss leider...